So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute gemeinsam mit Markets am Freitag, den 26. November 2021. Wie gewohnt wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen. Und, ja, und was soll ich sagen? Überraschung. Plötzlich tritt eine neue Variante auf, eine Covid-Variante. Und wir haben ein dünnes Marktumfeld und in Schwuppsdiwupps steht der DAX 3% im Minus. Wir werfen natürlich einen Blick drauf, wir werfen auch auf einen Blick selbstverständlich auf die Variante, in Anführungsstrichen, sofern das überhaupt möglich ist, also für mich möglich ist. Ich habe davon nicht so viele Ahnung. Das Einzige, was ich sagen kann, ist an dieser Stelle, dass das Auftreten einer Covid-Variante, einer auch angeblich, das, was ich mitverfolgt hatte, aggressiveren Variante als Delta, ehrlich gesprochen nicht so überraschend kommt. Und zwar nicht aus jetzt der Perspektive, guten Morgen Traders, muss ich erstmal hier reinschreiben, so, und zwar nicht aus der Perspektive, dass es natürlich wunderbar passt, um jetzt wieder eine Kampagne jetzt loszutreten im Hinblick auf, lasst euch alle impfen, beziehungsweise darüber hinausgehend eben eventuell den Weg zu bereiten, auch einen Lockdown auf den Weg zu bringen, und zwar nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern natürlich auch global, sondern parallel dazu, oder nicht parallel dazu, sondern unabhängig davon, dass es jetzt in Anführungsstrichen gut passt, ist es eben so, dass diese Variante schon ein Thema war in einem Gespräch, was ich mal mit einem Pharmazeuten im Juli geführt hatte. Also das ist schon Monate her tatsächlich. Und er sagte nicht nur, dass es da um die Variante ging, sondern auch das, was wir jetzt zu sehen bekommen hinsichtlich der Impfstoffknappheit. Letzte Woche Freitag lief über den Ticker Rationierung von BioNTech zum Beispiel hier bei Hausärzten in Deutschland, die stattfinden soll und dergleichen. Und Moderna ist nicht so gefragt und bla bla bla. Also diese ganzen Entwicklungen, die da stattfinden, die wurden genauso skizziert von eben diesem Pharmazeuten. Er hat gesagt, naja, also erstmal wird wahrscheinlich die Grippesaison wesentlich heftiger ausfallen dieses Jahr, ausgehend vom Umstand, dass eben die Grippesaison im letzten Jahr im übertragenen Sinne unterdrückt wurde. Also das heißt, die wird potenziell heftiger zurückkommen, einfach auch, weil das Immunsystem an der Stelle dann an dieser Stelle geschwächt ist. Ja? Parallel dazu sieht er die Risiken ausgehend von einer Variante, die hat er skizziert gehabt aus Delta, und damals war Lambda ein Thema. Ob das jetzt eine Delta-Lambda-Variante ist oder sonst dergleichen, das sei mal dahingestellt. Worum es hauptsächlich geht, ist einfach, man konnte es absehen. Also diese Entwicklung, die hat sich einfach auch aus rein wissenschaftlicher Perspektive hat sich die skizzieren lassen. Und ja, also demnach tritt die jetzt auf. Jetzt plötzlich wird sie zum Thema gemacht. Interessanterweise natürlich in einem extrem dünnen Marktumfeld. Ja, wir haben Thanksgiving. Ich könnte mir vorstellen, dass dort diese Sorgen eventuell auch schon frühzeitig sich gezeigt haben. Jetzt stellt sich natürlich ein bisschen die Frage, warum ausgerechnet jetzt das über den Ticker läuft. Unabhängig aber davon, es ist größtenteils, glaube ich, eingepreist, beziehungsweise man sollte hier jetzt die Volatilität nicht auf übermäßige Niveaus steigen sehen. Also das bedeutet, eventuell war es das schon wieder auf der Unterseite im DAX heute früh. Ich hatte tatsächlich ein Limit auf 5,72 im DAX. Leider 95 gehandelt worden. Zwischenzeitlich sind wir wieder in Richtung 15,5 gebounced. Das ist jetzt auch so eine Art Inflation. Wir werden gleich einen Blick drauf werfen. Sollten wir die zurückerobern, dann könnte es sein, dass das jetzt dann der Wegbereiter für einen nicht nur verhältnismäßig soliden Wochenschluss ist. Das ist ein verkürzter US-Handel, den wir heute sehen, sondern ergänzend darüber hinausgehend eventuell dann auch bullische Vorgaben für die kommende Woche eben eventuell sogar sich skizzieren lassen. Also darauf werfen wir einen Blick. Wir werfen einen Blick natürlich auf Gold, zurück über 1800 gelaufen, besonders im Zuge des Drops in US-Zinsen, der relativ scharf ausgefallen ist. Und wir werfen parallel dazu natürlich auch einen Blick auf Bitcoin. Jetzt muss ich definitiv, erinnert mich bitte dran, falls ich es nicht schaffe oder nicht mich daran erinnere, heute einen Blick auf Bitcoin zu werfen. Ich habe es die letzten zwei Tage angekündigt, Blick, der ist dann immer so ein bisschen hinten runtergefallen. Die 50.000 bis 54.000er Region, potenziell eventuell als längerfristiger Einstiegsbereich, der ganz interessant ist. Ja, also wir haben auf jeden Fall, überraschenderweise, aber nichtsdestotrotz gerne angenommen, eine ganze Menge zu betrachten. Bevor wir offiziell starten, der Blick einmal hier auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und mit dem Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren, ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil. Mache man sich zunächst mit diesem vertraut, dann kann man sich auf der Webseite markets.com/de eine kostenlose, die risikofreie Demo herunterladen, risikofreien Handel ausprobieren, schauen, ob das mit seinem Risikoprofil, seinem persönlichen korrespondiert, und dann ausgehend davon, sollte man diese Frage mit Ja beantworten, kann man dann auch ein Live-Konto selbstverständlich eröffnen. Alle Informationen, auch der vollständige Risikohinweis auf markets.com/de. Alle Informationen darüber hinausgehend, zur darüber hinausgehenden Produktpalette, physische Aktien auch, ETFs und dergleichen, ebenfalls dort zu finden. Gerne bei Rückfragen eine E-Mail an die Elena schicken.
die euch diese sicherlich dann sehr, sehr gerne beantworten wird. Habt ihr Fragen zu dem Markt, gerne hier die Möglichkeit im Livestream in der Chatbox nutzen, gerne unterhalb dieses Videos eure Kommentare auch setzen. Ich setze alle Links, die ich hier im Laufe des Morning Meetings nutze, immer nach dem Event unter die Chatbox, damit ihr die Quellen, die ich hier ansteuere, auch da nochmal nachvollziehen könnt. Ich habe gestern auch nochmal das Video eingestellt mit den Ausführungen von Vizepräsidentin Kamala Harris zum zur Inflation. Naja, also auf jeden Fall habt ihr die Möglichkeit, euch das anzuschauen. Habt ihr weitere Fragen zum Markt, gerne Trading-Chatbox nutzen. Bei mir auf der Webseite jk-trading.com/forum. Da gibt es alltäglich eine Trading-Chatbox, Discord-Community, Twitter, E-Mail. Also wir finden auf jeden Fall zusammen. Ich habe hier, zack, einmal die Tweets von heute früh. Die lasse ich mal ganz kurz so offen. Räume einmal hier im Hintergrund ein bisschen auf. So. Ob das alles gut ist. Also hier ist auf jeden Fall schon mal sehr fein. Guten Morgen, Traders, habe ich geschrieben. Sehr wichtig. Stell mal ganz kurz hier einmal den Link ein in die Chatbox zur Discord-Community. Da habe ich heute früh auch schon einen Link eingestellt gehabt, nämlich zum Blogartikel auf meiner Webseite für heute. Das ist zwar ein verkürzter US-Handel, eventuell doch mehr Volatilität, als wir es hätten erwarten können. Aber wenn man sich vorgenommen hat, und ich habe es mir vorgenommen, jetzt die Woche ruhig ausklingen zu lassen, dann ist das eine perfekte Möglichkeit eigentlich, um mal darüber hinausgehen, so ein bisschen aufzuräumen, in Anführungsstrichen, einfach mal so ein bisschen zu studieren, ein gutes Buch zu lesen im Zusammenhang mit dem Trading, also das heißt nicht Trading sein zu lassen, sondern die Zeit einfach anderweitig zu nutzen. Und in dieser Discord-Community, wie gesagt, da habt ihr nicht nur dann die Gameplans immer für den jeweiligen Handelstag, heute wieder sehr, sehr dünn, wenn überhaupt, also muss ich mal schauen, ob sich da irgendwas ergibt. Ergänzend dazu habt ihr da auch jetzt zum Beispiel einen Blogartikel, der ein Play, ein 3-Day-Downplay zum Thema macht, und zwar, ich ziehe den mal ganz kurz hier rüber. Das war ein Play, welches sich in AMD schon im August hier herauskristallisiert hatte. Der ein oder andere stellt sich vielleicht die Frage, wie kann ich eigentlich eine Korrektur handeln? Das ist ja durchaus ein Thema, was auch markttechnisch orientierte Trader hier an dieser Stelle, die Frage, die sich viele stellen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also in eine Korrektur hineinzuhandeln oder welche Szenarien dort dann ich mir skizzieren lassen. In dem Fall war es eben so, oder ist es so, es gibt ein sehr, sehr interessantes Szenario, wo man eben drei massive Aufwärtstage oder drei massive Downtage meistens, besonders wenn sie dann auf charttechnisch relevante Level eben treffen oder mit diesen zusammenfallen, dass man diese dann eben sehr, sehr gut als potenziell auch sehr kurzfristig, vielleicht auch noch längerfristig eben Bounce-Plays auf den Weg bringen kann. Dass AMD abgehoben hat, das hat sich dann gegen die 100er-Region noch ein bisschen zeitlich verzögert. Wir können gleich einmal einen Blick werfen auf den längerfristigen Chart. AMD ist ja dann im Bereich $150 und höher hat sich aufgemacht. Dieses Play auf jeden Fall hier aus dem August einfach mal so als Idee, wie man in dem Fall eben ein solches Bounce-Play eben auf den Weg bringen kann, so in eine Korrektur reinhandeln kann nach so einem 3-Day-Down-Move. So, das also ganz kurz zu der Discord-Community. Jetzt kommen wir zum DAX. Also, heute früh, da kann man sehen, ich habe hier einmal den Link eingestellt gehabt zur DAX-Analyse, ganz, ganz am Morgen, und musste erstmal schauen, als ich dann die ersten Quotierungen gesehen habe, ganz kurz einen Blick hier auf, ganz kurz einen Blick drauf geworfen hatte. Da habe ich schon gesehen, wir sind im Bereich um 15.600 Punkte heute früh hier gehandelt worden. Und da dachte ich mir schon so, wenn ich mir überlege, wir haben gestern noch um 16.000, ich habe erstmal geguckt, vielleicht habe ich mich verguckt an der Stelle, aber wir lagen tatsächlich 300 Punkte unterhalb des Schlusskurses von gestern, der auch sehr, sehr dünn war, der Handel. Also das hatten wir ja auch so erwartet gehabt. Und musste irgendwas passiert sein. Also offensichtlich musste in irgendeiner Form irgendwas aufgetreten sein, was dann hier diese Beschleunigung auf der Unterseite nach sich gezogen hat und auch den deutlichen Fall dann unter diesen Bereich, den ich ja schon gestern thematisiert hatte, 77, 800 bzw. 750 nach sich gezogen hat. Also das war ein deutlicher Break tiefer. Und hatte dann zunächst erstmal geguckt, ob in meiner Analyse, ob ich dieses Szenario zum Thema gemacht hatte. Also ich weiß, ich hatte als Inflection eigentlich die Long-Seite größtenteils und hatte gesagt, wenn wir die 16.000 zurückerobern, dann ist das eigentlich der potenzielle Wegbereiter eben für dann eine vielleicht anstehende Jahresendrallye bzw. bullische Vorgaben für die kommende Woche. Dass wir derart stark unter Druck geraten, lässt die erstmal die Short-Seite zum Thema werden. Und dann habe ich nochmal vorsichtshalber geguckt, ob ich dann gestern auch ein Ziel auf der Unterseite ausgegeben habe. Hatte ich. Bereich, Regionen, die wir da zuerst anvisieren hätten können sollen, lag im Bereich 15.470, 15.500 Punkte. Dieser Bereich, der wurde dann bereits auch hier in der Vorbörse angelaufen und auch unterschritten. Und mit der Kassaeröffnung, also 9 Uhr als der Xetra Open dann erfolgte, kam nochmal ein Flush auf der Unterseite. Da wurden entsprechend Stops potenziell getriggert, dünnes Marktumfeld, und das hat diese Abwärtsbewegung hier nochmal beschleunigt und wir sind dann nochmal 200 Punkte auf der Unterseite eben gelaufen. Ich hatte in diesem Konstellation, da kann man das hier sehen,
Aus diesen Hochs hatte ich dann abgelesen, dass ich den Bereich so um 250, 270 gerne long handeln wollen würde. Und naja, wir sind dann hier gegen die 295 war es, 298 gelaufen und dann von dort einen scharfen Bounce bis eben den Bereich 15.500 innerhalb weniger Minuten gesehen. Demnach habe ich leider diesen Fill nicht bekommen, aber aufgeschoben ist noch nicht aufgehoben, auch wenn das natürlich ein optimaler Entry gewesen wäre. Könnte es jetzt sein, oder beziehungsweise sollten wir hier beobachten, ob wir den EMA 50 auf 5-Minuten-Basis zurückerobern und dann auch den Kassa Open, das ist der Xetra Open um 9 Uhr, den ich hier mit dieser türkisfarbenen Linie kenntlich mache, ob wir den zurückerobern können. Sobald das gelingt und sobald wir den dann auch entsprechend halten können, ist das ein klares Signal, meiner persönlichen Einschätzung nach jedenfalls, dass wir hier den Modus auf der Unterseite als gebrochen sehen können und dass wir die Long-Seite favorisieren sollten und dass das dann die Wegbereiter vielleicht für eine tiefere Korrekturbewegung der heute früh erfolgten Abschläge ist, die uns vielleicht sogar zurück in Richtung 15,7 führt an dieser Stelle. Bevor wir jetzt in dem Zusammenhang das genau einskizzieren, wie so ein Setup ausschauen könnte, ganz kurz einmal hier der Hinweis nochmal, was der potenzielle Trigger war. Potenziell zwei. Also der eine mit Sicherheit diese Corona-Mutante, die jetzt hier auf breiter Front thematisiert wird, die auch von allen Medien aufgegriffen wird. Wie gesagt, ich persönlich bin davon wenig überrascht. Wenn man, wie gesagt, ein bisschen breiter aufgestellt ist, beziehungsweise sich dann eben mit Anführungsstrichen Leuten unterhält, die sich damit auskennen, beziehungsweise mit Wissenschaftlern eben spricht, in dem Zusammenhang, was ich als sinnvoll erachte, wenn es um das Thema Corona geht und vor dem Hintergrund der Emotionalisierung, nicht nur der Thematik durch die Politik, sondern auch der furchtbaren Inkompetenz der Politiker, ja, da muss ich an dieser Stelle eben sagen, irgendwann realisierst du halt, dass du dich auf diese Informationen, die dir dort zugespielt werden, nicht mehr verlassen kannst. Und dann musst du eben, wenn du dann informiert sein möchtest, andere Quellen anzapfen. Das habe ich dann irgendwann begonnen zu tun und in dem Zusammenhang dann eben auch das Gespräch mit Leuten, die ich als vertrauensvoll erachte, beziehungsweise die auf mich schon in der jüngeren Vergangenheit ausgehend von auch ihrer geschilderten Vita, man kennt sich ja ein bisschen untereinander, wenn man eben zum Sport geht beispielsweise. Und ja, über die Jahre lernt man sich kennen, sich schätzen, man verbringt ein bisschen Zeit miteinander, so, und dann führt man diese Gespräche und in diesem Zusammenhang sind dann diese Leute auch die ersten Stellen, die du anläufst. Und in dem Zusammenhang eben dann schon im Juli von dieser möglichen Supermutante erfahren, beziehungsweise die wurde skizziert an dieser Stelle, wie gesagt, damals Delta Lambda, das war so diese Kombination. Und das hatte ich hier in diesem Tweet eben auch entsprechend abgesetzt gehabt. Also mir bekannter Pharmazeut erwähnte eine solche Oktober-November-Entwicklung übrigens schon bereits im Juli. Also das heißt, der hat auf diesen Zeitraum jetzt hingewiesen, im Hinblick auf die dann auch anlaufende Grippesaison, schon im Juli, dass solch eine Mutante auftritt. Das ist deswegen auch brisant und beziehungsweise brisant ist das falsche Wort, sondern weswegen ich hier nicht davon ausgehe, dass man jetzt überrascht ist seitens der Politik, ganz besonders, weil dieserjenige welche auch im Austausch mit Kollegen dann mit dem Ministerium steht, mit dem Gesundheitsministerium steht, nämlich im Hinblick auf die Prüfung von zum Beispiel der Verwendung von Steuergeldern für Projekte, die man eben unterstützt beispielsweise, also das heißt Forschungsprojekte und dergleichen. Und das prüft ausgehend von seiner Expertise. Das heißt also, der kennt dann auch den einen oder anderen in diesem Bereich oder kennt jemanden, der den kennt und steht im direkten Austausch mit dieserjenigen Person. Also das bedeutet, das anders formuliert, ich wäre jetzt schwer überrascht, wenn dieserjenige welche hier von dieser Mutante erzählt und diese Information für sich behält, beziehungsweise das in seinem Kollegium nicht auch bereits dann entsprechend an die höheren Stellen, beziehungsweise an die Politik kommuniziert wäre, würde, worden wäre, so rum. Das ist auch übrigens deswegen, ich nochmal ein obendrauf, das ist deswegen auch so interessant, weil wenn man solche Szenarien bereits im Juli skizziert, wenn man auch, wie jetzt zum Beispiel Helge Braun, das ist der scheidende Kanzleramtschef beispielsweise, davon spricht, dass man eben damit rechnen durfte, dass es eben hier zu einer Auffrischungsimpfung kommen muss und dergleichen, dass man das wusste, dass man das geahnt hat und dergleichen, dann drängt sich natürlich immer mehr und immer mehr so ein bisschen die Frage auf, wieso man eigentlich sehenden Auges Vollgas auf so eine Wand zufährt und dann auf solche glorreichen Ideen kommt, wie beispielsweise Impfzentren zu schließen oder beispielsweise Tests kostenpflichtig zu machen oder wie man zum Beispiel auf solche glorreichen Ideen an dieser Stelle kommt, den Menschen zu kommunizieren, wenn ihr geimpft seid, kriegt ihr euer Leben zurück, wohl wissend, dass trotzdem eine Übertragung trotz Impfung erfolgen kann und so weiter. Also ich meine, es macht sich natürlich im Wahlkampf, macht sich das gut. Ja? Ich will jetzt nicht den Politikern unterstellen, dass sie hier auf Menschenleben bauen,
und ihren politischen Erfolg irgendwie gebaut haben. Ja, das möchte ich an der Stelle nicht unterstellen. Kommen wir aber zurück zum Thema. Also nochmal, das ist wenig überraschend und deswegen finde ich auch die aktuelle Reaktion im Markt einfach übertrieben. Also ich glaube nicht, dass die wirklich nachhaltig ist, sondern dass das eventuell sogar jetzt klare Signale auf der Untertreibung vielleicht auch waren, so ein Flashout-Moment waren, die vielleicht sogar dann attraktive Einstiegsmöglichkeiten für eben eine Jahresendrally nach sich ziehen. Ergänzend zu dieser Mutante ist noch ein Thema, welches man nicht unterschätzen sollte, was allerdings nicht so breit gespielt wird, was ich auch erstmal nicht überbewerten würde, weil auch bei Didi ja einige Schwierigkeiten aufgetreten sind. Wir erinnern uns, Didi, das ist dieser Fahrdienstanbieter, der in dem gleichen Segment tätig ist wie beispielsweise Lyft oder Uber, die jetzt jüngst an die Börse gegangen sind und dann kurz nach dem Börsengang sich herauskristallisierte, dass man hier in irgendeiner Form Restriktionen seitens der chinesischen Regierung zu erwarten hatte. Also Stichwort, dass man eben die Apps da nicht mehr offiziell zur Verfügung stellen darf, was natürlich Auswirkungen eben für einen solchen Online-Dienst, Fahrdienstleister oder beziehungsweise dann eine Buchung von Fahrdienstleistungen über eine App natürlich hat. Das Geschäftsmodell entsprechend natürlich unterminiert. Man wusste, dass diese Gefahr bestand, dass es hier diesen Ban gibt, dieser Apps. Man hat trotzdem den IPO vorangetrieben und dann hat es eben einen ziemlichen Crash anschließend gegeben. Das war deswegen auch brisant, weil ja beispielsweise Jim Cramer, der CNBC-Host, hier als eine Art Marktschreier fungiert hat und gesagt hat, die muss man auf jeden Fall im Portfolio haben, nur um anschließend dann zu sehen, dass die Aktie massiv ausverkauft worden ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Also Didi ist schon mal ein Thema gewesen vor einiger Zeit. Und jetzt ist es so, dass die Chinesen hier in dem Zusammenhang eben die Regierung hier darauf hinwirkt, dass Didi ein Delisting von der US-Börsen eben auf den Weg bringt. Hat natürlich auch dahingehend, bringt das Sorgen mit sich, weil das auch andere chinesische Unternehmen betreffen könnte. Plus ergänzend dazu, durch den Umstand, dass da auch viel Privatanlegergeld, US-Privatanlegergeld in diesen damals heißen IPO hineingesackt wurde oder hineingesogen wurde. Ich möchte das mal ganz kurz hier zeigen, Didi. Hier, das ist die Aktie. $8, so. Also, das war damals hier der IPO. Können wir sehen, das war im Juli. Wir eröffnen damals um roundabout $16 und mittlerweile hat die Aktie sich halbiert. Also das sind 50%, wer hier in diesen Gefilden eben gekauft hat oder die Aktie gezeichnet hat. Wie gesagt, also sofern es möglich war, die Aktie zu zeichnen, aber besonders wer eben hier auf diesen damaligen Hype dann kurz nach im Börsengang eben aufgesprungen ist, der sitzt eventuell aktuell auf Buchverlusten von 50%. Man möchte fast sagen, hoffentlich hat man zwischenzeitlich die Aktie abgestoßen. Es gab ja durchaus eine Konsolidierung leicht oberhalb von 10. Aber unabhängig davon ist das eben etwas, und da kommen wir eben zurück zu der Brisanz, es könnte sein, dass eben hier sich Spannungen deutlich abzeichnen, zeigen, Spannungen, wonach eben die USA und China hier eventuell zeitnah eine neue Eskalationsstufe eventuell im Hinblick auf eben wirtschaftliche Auswirkungen und dergleichen, dass das eben eine Rolle spielt. Oder beginnt eine Rolle zu spielen, dass das eben Sorgen nochmal schürt. Ich würde das nicht überbewerten, aber sollte man vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wie gesagt, Kombination Corona und eben diese Spannung zwischen USA und China ist dann eben etwas, was hier diesen Abgabedruck nach sich zieht. Aber nochmal, was nicht nachhaltig langwierig sein sollte, weswegen ich da so ein bisschen skeptisch bin. Und wie gesagt, unterstrichen würde das besonders Intraday, just in jenem Moment, wenn wir eben hier den EMA 50 jetzt zurückkommen. Und ich will das nochmal ganz kurz einzeichnen, was ich dann gerne sehen wollen würde. Mal schauen, ob dieses Szenario sich dann entsprechend so herauskristallisiert. Moment. Also hier oben ist der 5-Minuten-Chart. So, dass wir einfach eine Rückeroberung sehen, leichte Konsolidierung halten. Man sieht auch hier übrigens, das ist ein psychologisch wichtiges Level, das ist eben die 15.500er-Marke. Wenn wir den EMA zurückerobern und halten können, dann könnten wir mit Stop knapp vielleicht unterhalb sogar 15,5 uns long positionieren, in Erwartung, dass es dann vielleicht auch in den Abend hinein, auch durch entsprechende Erholungen, die die US-Märkte zeigen, das ist ganz wichtig zu berücksichtigen, das ist ein dünnes Marktumfeld, also das heißt, eine Gegenbewegung hat auch durchaus Potenzial, in Anführungsstrichen, trotz des verkürzten Handels, Meter zu machen. Also das heißt, dünnes Marktumfeld an dieser Stelle reduziert die Chance, dass wir hier starke Widerstände auf der Obersonde finden, sollten wir einen Boden gefunden haben. Anderes Alternativszenario natürlich, wir erobern die 15.500 nicht zurück, da müssen wir mal gucken, ob wir nochmal in Richtung der 300er-Region anlaufen, ob wir die halten können, aber dieses Szenario hier, ich würde mal sagen 70%ige Wahrscheinlichkeit oder mit erhöhter Wahrscheinlichkeit, so könnte man auch sagen, ist das bullische Szenario, welches ich aktuell ganz klar favorisieren würde. Und ja, demnach aktuell heißt die Devise, lautet die Devise, warten und Tee trinken, abwarten, Tee trinken, an der Stelle, wie gesagt, Rückeroberung halten,
das möchte ich 20, 25, 30 Minuten sehen, dass wir dieses Niveau bereit sind zu verteidigen, dann auch entsprechend wäre dann willens, mich long zu positionieren in der Erwartung einer entsprechenden Gegenbewegung, die größtenteils diese Abschläge heute vielleicht bereits oder in der kommenden Woche auf jeden Fall in der Lage ist, dann entsprechend wieder aufzuholen, auch übergeordnet. Also wo kommt jetzt mein Optimismus für einen solchen Bounce her? Es passt einfach perfekt in dieses Bild, was wir gestern hier auch übergeordnet gezeigt haben. Langfristige Aufwärtstrendlinie, wir laufen auf diese jetzt drauf. Also wir hatten gestern, erinnert euch dran, ich hatte gesagt 15.500. Ich bin, glaube ich, noch mal ein Stück weit tiefer gegangen. Ich müsste jetzt mal genau schauen, aber ich glaube, ich hatte auch so die 15.300, 15.400er Region, glaube ich, zum Thema gemacht. Das kommt ganz gut, passt ganz gut zusammen, neben dem Umstand, dass um 15.4 eben auch hier die 200-Tage-Linie aktuell verläuft. Also das bedeutet etwas anders formuliert, die sind wir jetzt angelaufen, 15.4. Haben ein bisschen überschossen in dem Bereich, aber dann relativ zügig sind wir wieder zurück über die 200-Tage-Linie gelaufen. Und das ist in Kombination einfach ein Zeichen, zumindest kurzfristig mindestens, dass wir hier weiteres Bounce-Potenzial haben, dass wir eventuell auf der Unterseite bereits fertig sind, weil das größtenteils so hat erwartet werden dürfen, was wir, wie gesagt, im Hinblick auf diese Mutante zu sehen bekommen haben oder jetzt zu sehen bekommen. Im Hinblick auf den S&P kann man jetzt sehen, jetzt haben wir schlussendlich diesen Flush gesehen. Wir sind auf die 4,6 nahezu punktgenau gelaufen. Die haben wir jetzt erstmal halten können. Derzeit sind wir sehr stark natürlich ausgehend von dem Umstand, dass Feiertag ist in den USA, verkürzter Handel, nochmal ein sehr dünnes Umfeld sich dann hier im Mini-S&P-Future eben herauskristallisiert, sind wir hauptsächlich von den europäischen Märkten abhängig an dieser Stelle. Wir haben jetzt diesen Test gesehen, ihr erinnert euch daran, ich hatte gesagt, Konsolidierung über die Zeit eigentlich, also dass ich hier davon ausgehe, dass wir eine horizontale Korrektur zu sehen bekommen, beziehungsweise ein Annähern auf hohem Niveau an diese Trendlinie, gegen die wir dann wieder aufdrehen. Ich habe nochmal, also das ist das, was ich dann auch ganz besonders mit Überraschung meine, so ein Szenario nicht auf dem Schirm, dass wir da plötzlich diese Corona-Mutante haben und infolgedessen Abgabedruck von über 3% im DAX sehen, wie gesagt, kommt definitiv überraschend, aber sei es drum, Fakt ist, bleibt unterm Strich, das Szenario, welches wir hier schon den letzten Tagen skizziert haben, wird dadurch nur bestätigt, also eher noch bestätigt. Und vielleicht ist es sogar noch ein bisschen großartiger, beziehungsweise ein bisschen günstiger, weil eine solche Übertreibung hier, ein solcher Abgabedruck, der sich zeigt, eine solch starke Überdehnung auf der Unterseite, das hat eher Potenzial, so einen Gummibandeffekt nach sich zu ziehen, also wenn wir eben hier horizontal auf diese Trendlinie drauflaufen und gegen die dann wieder aufdrehen müssen. Also das heißt, wir ziehen im Grunde genommen das Gummiband nach unten relativ lang, lassen es dann los und dann springt es nach oben weg. Und das ist das, was solch ein Szenario natürlich hier eher unterstützen würde tatsächlich. Und also 4630, lange Rede, kurzer Sinn, das wäre jetzt hier so der Bereich, beziehungsweise 4650, das ist hier so ein Zwischentief, was sich ja herauskristallisiert hatte, schon am, jetzt muss ich mal kurz die Tage rechnen, Dienstag, glaube ich, war es. Wenn wir diesen Bereich in der Lage sind, zurückzuerobern, das bliebe abzuwarten, aber nochmal, dünnes Marktumfeld, wie gesagt, wenn sich die US-Märkte heute Nachmittag freundlich präsentieren, dann ist das durchaus im Bereich des Möglichen. Wenn wir die 4650 hier zurückerobern und halten können, auch auf Schlusskursbasis, dann war es das potenziell vielleicht auch schon wieder auf der Unterseite. Also vielleicht, weil natürlich besteht die Möglichkeit, dass sich die Situation übers Wochenende nochmal dramatisch verschlechtert und plötzlich irgendwelche Hals-über-Kopf-Entscheidungen getroffen werden und plötzlich stehen wir Montag im Lockdown da. Oder also mittlerweile habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Ereignisse, die fangen sich an auch so ein bisschen zu beschleunigen. Viele, viele Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, die werden kurzfristig getroffen, ohne große Rücksprache und dergleichen. Das ist begünstigt sicherlich dann auch durch jetzt diesen Umstand, dass diese pandemische Notlage, ja hierzulande jedenfalls, diese epidemiologische, heißt die, Notsituation oder wie auch immer, eben aufgehoben worden ist und dadurch wieder die Länder selbst dafür verantwortlich sind. Also es gibt jetzt keinen bundesweiten Lockdown, aber im Grunde genommen dadurch, dass Bayern oder jetzt beispielsweise auch wahrscheinlich Sachsen dann früher oder später in den Lockdown-Modus geht, ist im Grunde genommen, die sind die ersten Dominosteine schon gekippt. Also besonders, wenn sich die Situation beginnt, weiter zu beschleunigen, besonders Sorgen zu schüren. Ich glaube, wir sind langsam auch alle dahingehend in Anführungsstrichen geimpft, dass wir wissen, dass es hier nicht wirklich auf Zahlen basiert sein muss, was dann Entscheidungen nach sich zieht, sondern dass man erstmal die Entscheidung trifft in Antizipation, dass es dramatisch wird, nur um dann schlussendlich festzustellen, dass es doch nicht so dramatisch war. Also in dem Zusammenhang, wie gesagt, sei ja mal darauf verwiesen, man hat so ein bisschen ja das Gefühl mit der Zeit,
Zeit. Diese Horrorszenarien, die zum Beispiel von einem Herrn Lauterbach während der Fußball-Europameisterschaft skizziert worden sind. Damals war es die Delta-Variante und dann waren es die Berge von Toten, die da seitens der UEFA in Kauf genommen werden bei der Fußball-Europameisterschaft. Damit hat man nicht interveniert, ganz besonders in Großbritannien im Hinblick auf damals das EM-Finale, beziehungsweise in Ungarn, da war ja auch eine riesengroße Aufschrei, weil dort ja im Grunde genommen die Corona-Maßnahmen schon gefallen waren. Das Stadion war im übertragenen Sinne voll, da gab es nicht dieses Social Distancing und dergleichen. Und diese Horrorszenarien, die da skizziert worden sind, die sind nie in der Form eingetreten, aber sie haben dazu geführt, beispielsweise, dass man weiter in diesem Panikmodus verfahren ist und einfacher verkaufen konnte, dass beispielsweise Maßnahmen, die sowieso so ein bisschen fragwürdig sind, zum Beispiel Maske tragen, das wird ja auch durchaus von einigen Medizinern ein bisschen in Frage gestellt, ob das wirklich sinnhaft ist. Im ersten Moment scheint es das zu sein, aber nichtsdestotrotz, nur wenn wir ein Bauchgefühl haben, heißt das ja nicht, dass das Bauchgefühl dann an der Stelle auch richtig ist. Wir erinnern uns in dem Zusammenhang, wir sind Trader, also kleine Gewinne mitnehmen, davon kann dann kein Tor doch eigentlich nicht kaputt gehen. Naja, oder beziehungsweise wir können unser Konto nicht crashen, aber viele kleine Gewinner mitzunehmen und einen großen Verlust zu haben, der nicht nur die kleinen Gewinne auffrisst, sondern darüber ist dennoch ein unprofitabler Handel, trotz hoher Trefferquote. Ja? Und also, lange Rede, kurzer Sinn. Also, worum es geht, ist eben an dieser Stelle, dass man das nicht unterschätzen sollte. Das ist eine Möglichkeit, die ich derzeit als gering einschätze, im Hinterkopf habe. Und selbst wenn sie eintreten würde, wäre das nicht zwangsläufig in der Lage, dann eben eine schärfere Korrektur auf den Weg zu bringen oder nochmal auf der Unterseite eben den DAX zu beschleunigen. Ich gehe jetzt ehrlich davon aus, dass diese Übertreibung heute früh ist, eventuell auf der Unterseite bereits war. Und wie gesagt, sollten wir im DAX dann zurückfallen, die 15,5 zurückerobern, dann würde das auch parallel dazu auf die europäischen, auf die US-amerikanischen verkürzten, dünnen Handel, der dort stattfindet, die Wahrscheinlichkeit erhöhen im S&P beispielsweise, dass wir eben oberhalb von 4,650, was ein bullisches Signal für die kommende Woche wäre, eben die Woche beschließen. So, das also zu den Indizes. Ich gucke mal ganz kurz in die Chatbox. Einen Moment. Oh, jetzt muss ich mal hier gucken. Hier gibt es irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten. Einen Moment. Nee, bis jetzt sind noch keine Fragen aufgekommen. Sehr schön. Also, solltet ihr Fragen haben, wie gesagt, stellt die gerne in die Chatbox. Nehmen wir mal Gold. Also ich glaube, Gold ist an der Stelle, glaube ich, deswegen ganz günstig, weil was auch immer jetzt der Trigger war, aber das Szenario, was ich gestern skizziert habe, das ist doch relativ gut aufgegangen, möchte ich mal derzeit sagen. Also derzeit sieht es doch relativ bodenbildend aus nach dieser Übertreibung auf der Unterseite. Wie gesagt, wir hatten schon am Montag ein Szenario skizziert gehabt, mit Ausblick dann auch auf den kleinen Verfall, nicht kleinen Verfall, auf den Verfall, Optionsverfall an der CME am Dienstag, wo wir ja durchaus weitere bärische Vorgaben haben erwarten können. Das beschleunigte sich dann nochmal dramatischer, in Anführungsstrichen, das Bild. Und wir haben dann einen relativ scharfen Drop gesehen hier. Natürlich wurde es hauptsächlich zurückgeführt auf die entsprechende Entwicklung am Zins, US-Dollar-Stärke und dergleichen. Aber was auch immer der Grund war, hauptsächlich schien durchaus der Optionsverfall hier mit reinzuspielen. Jetzt haben wir diesen Bereich eben getestet. Wir sind dann nochmal am Mittwoch war es, in den Bereich dieser Tiefs gerutscht, 87. Ich hatte schon bereits am Dienstag, ja, gegen diese Region hier ein mögliches Long-Szenario, nee, Moment, Mittwochmorgen war es, ein mögliches Long-Szenario thematisiert gehabt. Wir sind dann allerdings am Mittwoch nochmal auf tiefere Niveaus gerutscht. Die wurden allerdings hier dann nicht mehr bestätigt. Im RSI war es an der Stelle, was ein Indiz geliefert hat, dass das bärische Momentum abnimmt. Also das ist so eine sogenannte bullische Divergenz, tiefere Tiefs im Chart. Und die wird dann hier nicht mehr bestätigt an dieser Stelle eben im RSI. Und ja, ich hatte dann gesagt, also hier diesen Bereich, ich glaube 97 war es an dieser Stelle, Stop unterhalb dieser Tiefs. Das wäre eigentlich ein ganz interessanter Bereich, gegen den man sich long positionieren kann. Konservativer wäre der Einstieg, wenn wir die Rückeroberung der 7,95 abwarten. Die hat jetzt heute früh durch eben diese Turbulenzen an den Aktienmärkten stattgefunden. Stichwort Risk-Off. Und dass es ein Risk-Off-Move war, initial jedenfalls, das lässt sich eben auch erkennen. Na, wo sind sie denn? 10-jährige Zinsen. Das lässt sich eben auch erkennen an diesem deutlichen Drop in Zinsen, der natürlich dann bei zeitgleich weiter hochbleibender Inflationserwartung dazu beiträgt, dass es eben entsprechend zu dann bullischen Effekten im DAX an der Stelle eben kommt. Ja, und nunmehr ist es eben so, dass wir jetzt wieder in Richtung und über die 4.800er Marke eben gelaufen sind. Mal schauen, ich habe heute früh auch schon überlegt,
ob ich hier ein Limit reinlege. Ich habe das dann an dieser Stelle erstmal gelassen, weil nämlich kurzzeitig hier plötzlich Abgabedruck aufkam von 1808 innerhalb weniger Minuten. Das ist hier um 5 Minuten Chart. Das waren 10 Minuten, also ziemlich genau hier in dem Fenster. 9:30 Uhr, 9:35 Uhr, 9:40 Uhr habe ich drauf geschaut gehabt und war ein bisschen überrascht. Dachte mir so, oh, wo kommt denn jetzt dieser Abgabedruck her? Es sind 10 Dollar gewesen, die Gold innerhalb kürzester Zeit hier verloren hat. Und Hauptgrund war potenziell, dass es einen kurzen Spike höher in den Zinsen gab. Und ich wollte diese Region, also um diese orangefarben gestrichelte Linie 7,95 als eigentlich als Limit haben. Und hatte dann überlegt, vielleicht ich warte erstmal, bis ich die Order reingebe, abhängig davon nämlich, wie viel Dynamik jetzt aufkommt, ob ich dann wirklich in solch einen schärferen Push auf der Unterseite mich hier positionieren möchte, weil ich an der Stelle auch nicht ganz sicher war, wo jetzt dieser kurze Flashout-Moment herkam. Wir haben uns relativ zügig danach wieder gefangen, aber die 7,95 ist eben nicht geholt worden. Also das heißt, wir sind auch nicht in dem Bereich überhaupt erst vorgestoßen. Das ist ein bisschen ungünstig, weil ich diesen Bereich, also diesen Ausbruchbereich gerne gekauft hätte. Ja, mal schauen, ob sich eine andere Möglichkeit, die wird sich sicherlich früher oder später ergeben, hier herauskristallisiert. Das bleibt aber erstmal ein wichtiges Level, auch für diejenigen, welchen jetzt, die vielleicht schon diesen Breakout long getradet haben, über die 7,95 oder gestern sich vielleicht auf diesen Gedanken gegen diese Trendlinie hier long positioniert haben, 7,95. Das ist dahingehend eine interessante Region. Sollten wir durch was auch immer begünstigt nochmal anziehende Zinsen, beziehungsweise auch einen US-Dollar, der vielleicht von seinen jetzt stattgefundenen Abschlägen im Morgen zunächst einmal in irgendeiner Form sich erholt und der US-Dollar kurzzeitig in Nachfrage sehen, was sich negativ dann auf Gold auswirken sollte, auf den Goldpreis, dann sollten wir beobachten, ob wir diese 7,95er-Region halten können. Also die müsste erstmal angelaufen werden. Sobald wir drunter rutschen würden, würde ich mich wahrscheinlich auch von einer Long-Position, die hier auf diese technische Beobachtung, wie gesagt, gestern 97, 7,95 über den Break aufgebaut worden wäre, würde ich mich wahrscheinlich zunächst erstmal wieder verabschieden, weil das dann zeigen würde, dass das hier keine nachhaltige Rückeroberung der 1800 war. Vielleicht wir uns darauf einstellen sollten, dass dann in der kommenden Woche nochmal diese Trendlinie hier, die sich herauskristallisiert hat, attackiert und vielleicht auch sogar gebrochen wird. Andernfalls, ja, andernfalls ist ein deutlicher Rücklauf, beziehungsweise erstes Ziel auf der Oberseite, zunächst mal im Bereich hier um 1830, 835, diese Ausbruchregion. Das ist deswegen relevant. Also charttechnisch sieht das jetzt zwar nicht mehr so relevant aus, weil der Breakout ja schon stattgefunden hat, aber es ist durchaus noch ein Bereich, den die Marktteilnehmer auf dem Schirm haben dürften und infolgedessen dann selbst in einem dünnen Umfeld vielleicht gegen diesen entsprechende Action zu erwarten wäre. Das wäre bei einer ausgeprägteren Gegen- oder Aufwärtsbewegung jetzt über die kommenden Handelsstunden in Gold, so ein erster anzuvisierender Bereich. Und ja, nunmehr, das wär's an der Stelle eigentlich dann auch schon für Gold gewesen. Silber ist nicht ganz so spektakulär, eigentlich weiterhin relativ schwach, hat sicherlich auch so seinen Grund oder findet seinen Grund hier in dem Umstand, dass Silber natürlich ein klassisches Industriemetall auch ist. Also, nee, Moment, klassisches Industriemetall ist natürlich nicht richtig formuliert. Also ein Edelmetall, welches natürlich als sicherer Hafen angesteuert wird und auch natürlich zinssensibel auf beispielsweise einen Drop in Zinsen reagiert, also bullisch beziehungsweise anziehende Zinsen eher Silber unter Druck bringen. Aber es ist eben auch ein Industriemetall. Und dann kommen natürlich diese Variante jetzt auf und Sorgen, Lockdown um Gottes Willen und eventuell gehen wir nochmal hier in den Lockdown-Modus und das würde natürlich auf die Wirtschaft durchschlagen, auf die Industrie ganz besonders, verarbeitendes Gewerbe, Silber in dem Fall wahrscheinlich eher stärker unter Druck. Demnach können wir hier eben also keine so starke Vorstellung sehen wie gerade in Gold. Also Gold notiert für den heutigen Handelstag, man kann es ja hier sehen, 1% im Plus, 1,1%. Während Silber um die Nulllinie pendelt, also um den Schlusskurs von gestern Abend. Das ist, wie gesagt, erstmal ein Grund, hauptsächlich bei Long-Engagements, die man ausgehend von dieser Überlegung, die ich gerade skizziert habe, plant, in Edelmetallen aufzubauen, sich zunächst auf Gold zu fokussieren, Silber so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Interessant wird es im just jenem Moment, wenn wir eben hier die 2370, diesen Widerstandsbereich da oben, ich zeichne das mal kurz ein, den nehme ich mal raus. Den komme ich mal hier, zack. Also diese Region hier rausnehmen und oberhalb uns halten können. 2370, 2380. Wenn wir diesen Bereich brechen, halten können, dann wäre das ein potenzielles Signal, dass dann so ein auch bullisches Momentum sich in Silber vielleicht früher oder später abzeichnen könnte, welches wir uns in Richtung der 25er Region und höher eben führt. Bis dahin sollten wir allerdings, wie gesagt, besonders wenn wir im Edelmetallbereich tätig sind, ausgehend von der derzeitigen relativen Stärke, eher den Fokus auf Gold eben tatsächlich haben. Ja, so, das also zu Gold, zu Silber. Und jetzt, bevor ich schon wieder vergesse, so, jetzt blicken wir einmal hier auf
Bitcoin, beziehungsweise auf den Krypto-Bereich. Bevor ich hier weitermache, einen Moment, ich gucke mal ganz kurz einmal hier. Sehr schön, also hier funktioniert auf jeden Fall alles. Ja, Einblick auf Krypto. Und wir können, glaube ich, sehr deutlich erkennen, dass auch hier eine Tendenz zu Risk-Off erkennbar ist. Also zumindest mal initial. Es gibt einen Versuch jetzt einer potenziellen Bodenbildung gegen die 54.000er Region. Das ist dahingehend interessant, weil es eben jetzt uns beginnt, in charttechnisch relevante Gefilde und in dieser Region zu befördern, die wir ja schon hier am Montag herausskizziert hatten. Was wir hier gemacht haben, nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Wir haben zunächst einmal eine Aufwärtstrendlinie. Ich will die vielleicht auch mal farblich ein bisschen anders hervorheben. Moment, machen wir mal violett vielleicht. So. Also diese Trendlinie, die die Tiefs hier einmal aus dem Juli verbindet, beziehungsweise hier aus dem September verbindet, ist natürlich dann als nächster potenzieller Trendlinien-Testbereich einer, der herausragt. Verlaufend, wie gesagt, zwischen 50 bis 54.000, je nachdem, wie steil wir hier einknicken. Irgendwo im Bereich vielleicht rund 52.000, würde ich mal jetzt aktuell sagen, würde so ein erneuter Retest stattfinden. Deswegen interessant auch, weil das die Hochs hier aus dem September sind. Das heißt also, wir laufen in so ein potenzielles sogenanntes Cluster hinein, also Trendlinie und ehemalige, dann in dem Fall, also es ist nicht nur eine Diagonale, sondern eben auch eine Horizontale, die da zusammentreffen, und da kommt eben so eine sogenannte Kreuzunterstützung ins Spiel, jetzt aus rein technischer Perspektive. Das machen wir übrigens ganz bewusst, das möchte ich ganz kurz erläutern, das Ganze jetzt hier rein technisch aufzuziehen, eben weil technische Herangehensweisen in Kryptos ganz besonders gut funktionieren. Das ist eine Beobachtung, die kann man machen, unglaublich saubere Trends, die sich herauskristallisieren, sehr sauber, wie beispielsweise Fibonacci's angelaufen werden, die man hier beispielsweise sieht, besonders dann aus übergeordneten Zeitebenen beispielsweise ehemalige Unterstützung, die zu neuen Widerständen werden, ehemalige Widerstände, die zu neuen Unterstützung werden und so weiter. Das funktioniert deswegen so gut, weil eben der Kryptobereich hauptsächlich von Retail-Tradern, Privatanlegern auch angesteuert wird und ausgehend hiervon diese technischen Herangehensweisen zu selbsterfüllenden Prophezeiungen werden. Also das ist die sinnvollste Erklärung, die man da, glaube ich, ins Feld führen kann, warum technische Analyse im Kryptobereich so unglaublich gut funktioniert. Das gilt nicht nur für Bitcoin, das gilt beispielsweise auch für Ethereum an der Stelle. Können wir auch gleich einen Blick drauf werfen. Also, auf jeden Fall diesen Bereich hier aus dieser Perspektive, ehemalige Hochs aus dem September, Trendlinie, das ist schon mal ein erster Grund, weswegen wir auf diese Region kommen. Und dann kommt eben noch etwas hinzu, nämlich was ich hier mache, ist, ich nehme diese Tiefs aus dem September, ist es an der Stelle, und verbinde die an der Stelle mit den markierten Hochs, also den Allzeithochs. Das ist also diese Betrachtung hier. Und was wir da erkennen können, ist, dass wir derzeit eine 50-prozentige Korrektur, also das ist hier dieser Bereich, den wir gerade anlaufen, diese mittlere Linie an der Stelle, dass wir die eben hier anlaufen. Also jetzt 50% der Bewegung September-Tiefs zu Allzeithochs eben anlaufen, die auch in diesem Bereich fällt. Und dann können wir noch eine darüber hinausgehende Betrachtung machen. Wir nehmen nämlich die Jahrestiefs, Region hier roundabout um 28.000, 800, 29.000 und nehmen die dann, also das sind gar nicht die Jahrestiefs übrigens, fällt mir gerade auf. Doch, sind die Jahrestiefs. Hier, kann man erkennen. Also, sehr deutlich erkennbar. Das ist Januar, ist es an der Stelle. In diesem Bereich sind wir dann nochmal dreimal angelaufen. Also, Jahrestiefs zu Jahreshochs und gleichzeitig Allzeithochs. Auch da machen wir so eine FIBO-Betrachtung. Das ist dann diese eben entsprechend. Was man da erkennen kann, ist, dass wir, ich guck mal kurz, kann man das hier gut erkennen? Ja, geht so, ne? Ja, ja, schon hier. Also diese Bereiche kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. Das ist das 38,2% FIBO-Level. Also einmal haben wir hier ein 50% Korrektur-Level, das ist diese Linie. Und hier haben wir das 38,2% Level, welches auch in diesem Bereich fällt, in dem wir jetzt gerade vorstoßen. Und wenn wir das kombinieren, dann erkennen wir an dieser Stelle einfach ein sogenanntes Unterstützungscluster, was da einfach in diesem Bereich beginnt, eine Rolle zu spielen. Und weswegen ich hier aufmerksam werde gerade, besonders auch von dem Hintergrund, wenn wir das uns auf Stundenbasis anschauen, wir sind hier jetzt roundabout 5.000 Dollar korrigiert. Das sind fast Abschläge von 10% von den Tageshochs von gestern ungefähr. Das ist ein sehr stark überdehnter Modus auf der Unterseite, der nochmal hinzukommt in solch einen starken Unterstützungsbereich. Und wir sehen hier schon so Anflüge einer möglichen Bodenbildung. Das Ganze, also wir gehen aus dem übergeordneten Chart jetzt hier auf die Stunde und jetzt in den 5-Minuten-Bereich. Und wir können erkennen, dass wir hier so ein Flashout sehen, eine sehr scharfe Gegenreaktion gegen eben diese Cluster-Region. Jetzt
testen wir diese Region nochmal an. Und was wir eben jetzt hier im Grunde genommen abwarten müssen, ist, ob diese Tiefs gehalten werden können oder eben, ob sie gebrochen werden. Sollten sie gehalten werden, dann würde ich sagen, haben wir mit über Rückeroberung der 55.000er Region, 55.400 hier ungefähr, haben wir eigentlich ein Signal, dass ein Boden gefunden ist. Wir haben ein Level, gegen das wir riskieren. Das sind ungefähr 1.000 US-Dollar pro Finance, das heißt schon pro Bitcoin. Moment, zeichnen wir es mal hier ein. Also, das wäre hier so unser Entry-Bereich und das ist unser Stop. Also Stop, zack, zack, so, Bereich Tiefs, das ist der Bereich so 54,3. 54,3. Und hier haben wir unseren Entry-Bereich. Aggressive Trader sagen vielleicht, weißt du was, das ist ein konservativer Entry, das ist Region 55,400, so. Ich möchte jetzt hier schon bereits ein kleines Risiko reingehen. Also versucht, sich in den Trade hinein zu skalieren, kleines Risiko in diesem Bereich, was ich eben dann gegen die Tiefs einstreue. Kleiner Versuch, 54,7 vielleicht long, mit einem Stop 54,300, das sind dann die Tiefs, wo ich die Position wieder rausnehmen würde. Vorteil wäre, wenn wir gegen diesen Bereich aufdrehen und nicht den Stop holen, dann haben wir natürlich hier mit dem Aufbauen auf eine dann schon bestehende Position einen besseren Durchschnittspreis, der dann ungefähr bei 55 liegt. Dadurch kriege ich mein Risiko natürlich runter auf den Trade. Aber gehen wir mal davon aus, wir machen den konservativ long mit einem Break zurück über 55,4. Dann haben wir hier ein Risiko von 1.100 US-Dollar, und also ungehebelt an der Stelle. Und zielen im Grunde genommen eigentlich darauf ab, dass es dann zu einem Retest in den kommenden Tagen zügig in Richtung der 59,4, 60.000er Region kommt, vielleicht sogar zu einer Rückeroberung. Also aus rein technischer Perspektive scheint mir dieser Bereich gerade ziemlich interessant zu sein. Hinfällig wäre das Szenario in just jenem Moment, wenn wir eben die Tiefs rausnehmen würden. Also das ist da der Vorteil in diesem Setup. Wir haben ein klares Level, gegen das wir riskieren, und würden dann an der Stelle einfach sagen, okay, dann beobachten wir nochmal den Test hier eben der 52, 53er Region und wie wir uns dann in diesen Gefilden eben präsentieren. Eventuell dann hier ganz besonders in diesen Gefilden um dieses 51er Level, was dann eine 61,8% Korrektur wieder aus Fibonacci-technischer Perspektive betrachten würde, wenn wir die September-Tiefs zu eben hier den Allzeithochs eben nehmen. So, ja, das also zu Bitcoin. Und da kommt der DAX. So, also, da ist der ganz klare Versuch, Kassa oben zurück zu erobern. Also Xetra oben, das ist die türkisfarbene Linie. Und jetzt auch der Versuch hier, sich oberhalb des EMA 50 eben auf 5-Minuten-Basis zu stabilisieren. Wie gerade eben geschildert, das Szenario, was wir an der Stelle eben hier haben jetzt, ist, dass wir uns oberhalb der 15,5 halten können, dass es zu keinem deutlichen Pullover zurückkommt, also dass es nicht nur ein kurzer Spritzer ist und dann wieder wir in Richtung der Tiefs abverkauft werden. Sobald wir jetzt hier, ich sag mal noch 10, 15 Minuten in der Lage sind, uns oberhalb von 15,5 zu zeigen, würde ich gegen diesen Bereich mit engem Stop wirklich knapp unterhalb der 15.500er Region, kann ich mir legitim vorstellen, mich long zu positionieren. Also noch ist es zu früh, noch müssen wir erstmal ein bisschen abwarten. Wie gesagt, noch sprechen wir hier von 5 bis 10 Minuten. Aber sobald wir in der Lage sind, die 500 auf 5-Minuten-Basis, besonders so 5, 6 Kerzen zu halten, ist das für mich ein Signal, dass wir nach unten potenziell den Boden gefunden haben. Und dass die Wahrscheinlichkeit mehr und mehr wächst, dass wir vor einer sehr scharfen Gegenbewegung stehen, aus diesem stark überdehnten Modus, mit erstem Ziel im Bereich. Auf der Oberseite ist es dieser gestrichelte Bereich 15,6, beziehungsweise dann eben Gefilde 15.780, vielleicht sogar 15.800. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr optimistisch skizziert, setzt auch voraus, dass eben die US-Märkte dann auf der Unterseite fertig sind, aber es ist durchaus etwas, was wir im Bereich des Möglichen haben sollten. Und soweit eigentlich die Einschätzung an der Stelle zum DAX. So, jetzt überlege ich noch ganz kurz, Gold, S&P haben wir, DAX haben wir. Einzeltitel. Wir können trotzdem, auch wenn der Handel heute verkürzt ist und wir das ein bisschen mit Vorsicht genießen sollten, aber wenn man sich fragt, was sind denn potenzielle Einzeltitel, die interessant sein könnten, natürlich alles, was Impfstoffe hergibt. Also Moderna, Valneva, Novavax, Pfizer-BioNTech, BNTX. Mal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Der Grund, warum ich aber hauptsächlich, also
hier ist die Aktie einmal, BioNTech. Aber der Grund, warum ich mich hauptsächlich auf Moderna spezialisiere, hat damit zu tun, weil er liquider ist, aus tradingtechnischer Perspektive einfach attraktiver zu handeln ist. Ich will das mal ganz kurz hier zeigen, was ich damit meine. Also, wenn wir uns BioNTech angucken, hoppala, BioNTech, dann sehen wir, da gehen 3,11 Millionen Stücke im Schnitt um, ungefähr. Ist ein verhältnismäßig schwerer Titel, $300 die Aktie. Das gleiche haben wir auch bei Moderna, mRNA. Aber da kommt ein ganz entscheidender Unterschied. Moderna handelt im Schnitt 12,56 Millionen. Also das heißt, hat ein wesentlich liquideres Umfeld, sehr viel mehr Marktbreite und viel Markttiefe, was auch darin resultiert, dass wir entsprechend eben engere Spreads haben. Genau, also so kann man es am besten formulieren. Dass wir einfach engere Spreads an dieser Stelle haben, unsere Risiken besser kalkulieren können, weniger anfällig für Slippage sind. Nicht, dass sie nicht auftritt, aber das ist durchaus etwas, was in der Konstellation Erwähnung finden sollte. Nehmen wir erstmal den Umstand, dass es auch sich um ein Unternehmen handelt, welches im S&P gelistet ist, demnach mehr Aufmerksamkeit erfährt und dergleichen. Das ist der Grund, warum wir uns hauptsächlich eben auf moderner mRNA an der Stelle aus tradingtechnischer Perspektive konzentrieren, eben nicht auf BioNTech oder auch hier Titel wie Novavax zum Beispiel. Ebenfalls, das ist schon ein bisschen liquider als BioNTech mit 4,89 Millionen Stücke, die umgehen, aber nichtsdestotrotz ebenfalls im Vergleich eben zu Moderna nur ein Drittel eben tatsächlich haben an Volumen. So, also Moderna profitiert natürlich derzeit von diesen aktuellen Mutationsgedanken, die eine beginnende Rolle spielen, ganz besonders. Dieser jüngst hier etablierte Abwärtstrend, nachdem diese Übertreibung stattgefunden hat auf der Oberseite, das war im August, Anfang August, Marktkapitalisierung von 200 Milliarden, die damals erreicht worden sind und dergleichen. Sehr, sehr scharfe Korrektur. Und jetzt kommt es eben zum Bruch dieser Abwärtstrendlinie. Und sieht ganz danach aus, als wenn wir auch zügig zurück über die $300-Marke wahrscheinlich laufen dürften. Will das ganz kurz mal hier zeigen. Das zeigt sich schon bereits in der Vorbörse. Heute Morgen habe ich mir schon gedacht, mal gucken, wie sich da die Gesamtkonstellation darbietet. Ja, also Gesamtkonstellation darbietet an der Stelle für den breiten Markt, und habe mich vor allem die Frage gestellt, welche Titel sind jetzt wahrscheinlich von diesem Abverkauf, besonders auch dem Risk-Off-Modus, der vielleicht einsetzt, am wenigsten betroffen. Und dann dachte ich mir, eigentlich klar, also Impfstoffhersteller ganz besonders, und das zeigt sich jetzt auch ganz besonders. Also wir haben natürlich ein sehr, sehr dünnes Umfeld gehabt vorgestern, also gestern hat ja kein Handel stattgefunden, und wir sind jetzt hier, haben geschlossen um $270 Pi mal Daumen. Übrigens, ich sehe gerade, mich gerade schon gewundert. Vielleicht macht es mal Sinn, dass wir hier Moderna auch eingeben an der Stelle. So, also da haben wir den Schlusskurs in diesem Bereich gesehen. Und nunmehr, man kann erkennen, also wir sind von diesem Schlusskurs jetzt hier dabei, von 2,73 liegen wir $20 höher. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, das sind Aufschläge von rund 10%. Auch am Novavax ähnlich, mit Aufschlägen in dieser Größenordnung über $200, heute früh in der Spitze schon bei 213 gehandelt worden. Schlusskurs lag hier um $200, also Moderna nochmal stärker mit Aufschlägen, das muss man ganz klar sagen. Also $20 hier an der Stelle, das entspricht, wie gesagt, Aufschlägen in der Größenordnung um 10%. Novavax mit $7, das ist immer noch à la Bonheur, aber eben nur 3-4% plus. Also das zeigt die relative Stärke auch, die eben hier Moderna jetzt nach dem jüngsten Drop eben zeigt. Und auch wenn der Handel heute, wie gesagt, verkürzt stattfindet, sollte man so einen Titel dann vielleicht auf dem Schirm haben. Und ganz besonders, wenn es dann eben hier an dieser Stelle gelingen sollte. Übrigens, das ist BioNTech. Ich brauche natürlich Moderna. Moment. mRNA. Da. Da ist die Abwärtssequenz auch gebrochen. Oder wir sind dabei, sie zu brechen. So muss man es eher formulieren. Wir sind dabei, sie zu brechen, weil hier 272, hier ist die 300er-Region. Das ist so eine Inflection. Sobald wir es schaffen, diese zurückzuerobern und oberhalb zu schließen, sind auch weitere Aufschläge denkbar, die uns dann relativ zügig vielleicht sogar bis 350 führen könnten. Und also das sollten wir auf jeden Fall heute auf dem Schirm haben. Also es sieht danach aus, als wenn die 2,75 hier bereits mit dem Gap-Up rausgenommen werden kann. Also das war ein Widerstandsbereich, der sich in der jüngeren Vergangenheit hier in den letzten Tagen herauskristallisiert hat. Wenn wir oberhalb von 2,75 konsolidieren können, beziehungsweise in dem Bereich um und auch vielleicht sogar oberhalb von 300 schließen können, trotz verkürztem Handel, ist das ein Kandidat, der dann auch in der kommenden Woche durchaus von Interesse ist und dann relativ zügig uns vielleicht sogar in Richtung hier dieser Niveaus führt, von wie gesagt 340, wir erinnern uns dran, das waren enttäuschende Earnings
Und dann kam nochmal ein Flushdown, als nämlich diese Spekulation aufkam, dass es eine in Anführungsstrichen Covid-Pille gibt, oder die gibt es potenziell von Pfizer entwickelt, wo dann entsprechend ganz besonders aber natürlich Impfstoffhersteller wie beispielsweise Moderna hier Abgabedruck eben entsprechend gesehen haben. Es war allerdings auch abzusehen, dass sich das früher oder später, ähnlich wie bei Merck auch, auflösen dürfte, beziehungsweise dass dieser Flushout hier eine Übertreibung auf der Unterseite darstellt, die dann früher oder später eher sich in der Gegenbewegung widerspiegelt. Und das ist genau das, was wir jetzt derzeit zu sehen bekommen. Es hat nur 3 Wochen tatsächlich gedauert, dass wir nahezu dieses erste Gap hier, dieses Covid-Pillen-Gap jetzt geschlossen haben und dann dieses enttäuschende Earnings-Gap, so nennen wir es mal, weil der Wachstumsausblick eher so ein bisschen nach unten revidiert worden ist, aber jetzt durch die auftretenden Varianten und dergleichen natürlich wieder Spekulationen aufkommen dürften. Das heißt, naja, ehrlich gesagt sind auch Anpassungen erforderlich, beziehungsweise es wird immer mehr Impfstoff benötigt werden, wird werden, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Besonders eben Titel wie Moderna sollten davon profitieren. Das heißt also, hier sind eventuell ist diese Guidance Down eventuell dann der Door-Opener, der Türöffner für eine Guidance Up oder einen überraschend positiven Release dann beim nächsten Earnings Report, der uns im, ich vermute mal, Februar, Anfang Februar anstehen dürfte. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Also, durchaus ein interessanter Kandidat, den man auf dem Schirm haben sollte im derzeitigen Umfeld. Auch wenn man heute vielleicht ein dünnes Umfeld vorfindet, ist das dennoch eine Aktie, die sollte man beobachten. Charttechnisch relevante Level, besonders hier die 300er-Region, aus psychologischer Perspektive scheint mir interessant. Und dann scheint auch durchaus realistisch, dass früher oder später im Rücklauf in Richtung 340, 350 vielleicht sich herauskristallisiert. So, ja, das wär's zu Moderna gewesen. Gucken wir nochmal auf den DAX. Und der tut, wie ihm in Anführungsstrichen geheißen. Also 15,5 sieht auch noch aus, als wenn wir die halten können. Das ist jetzt 15 Minuten, wir warten nochmal 10 Minuten länger ab an der Stelle, aber das ist ein klar positives Signal. Also aktuell fügt sich vieles in die Richtung nach dieser initialen Übertreibung auf der Unterseite. Dass das eher ein, nennen wir es mal, Sturm im Wasserglas eben potenziell war, der dann jetzt eher das Potenzial hat, wieder zügig zurückgekauft zu werden. Wie gesagt, ich bin natürlich jetzt äußerst, naja, frustriert ist das falsche Wort, aber es ist natürlich sehr ärgerlich, wenn du in einem so hochvolatilen Umfeld hier tatsächlich auf der 270 den DAX als attraktiven Buy siehst und dann nur bis 295 gehandelt siehst. Das ist nicht so schön, ehrlich gesagt. Aber gut, hat dahingehend den Vorteil gehabt, dass wenn ich nämlich hier die Position gegen dieses Level aufgebaut hätte, dann hätte ich ja gar keinen Grund gehabt, Morning Meeting zu halten. Ne? Dann hätte ich meinen Schnitt für den Tag heute schon gemacht und dann, nein, das ist natürlich nur ein Spaß. Aber ja, also wie gesagt, jetzt erstmal 15,5 ist das Key Level in den Wochenschluss hinein. Solange wir dieses Level halten können, Potenzial für eine tiefere Korrekturbewegung, größtenteils die Abschläge wieder aufzuholen, die wir eben jetzt hier verzeichnet haben heute früh. So, das wäre es meinerseits soweit dann erst einmal für diese Handelswoche gewesen. Dann hoffe ich an der Stelle, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können für euer Trading. Wir hören uns Montag wieder, 10:30 Uhr zum Morning Meeting. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Webinar gefallen hat, abonniert gerne den Kanal, lasst gerne ein Like hier. Wie gesagt, Kommentare jederzeit gerne unterhalb des Videos in der Chatbox. Ich teile die Links, die ich hier im Laufe des Webinars gezeigt hatte. So viele waren es heute, glaube ich, gar nicht, aber nichtsdestotrotz. Zwei, drei werden sich auf jeden Fall finden. Und ja. Ich wünsche euch, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Erholt euch gut und für den Rest des Handelstages, sofern ihr positioniert seid, Happy Trading, passt auf die Stops auf. Und soweit meinerseits. Also, Montag sehen wir uns wieder. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.